Heidi Leo, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. Was gibt's bei nasskaltem Schmuddelwetter Besseres als einen richtig schönen, deftigen Eintopf? Und genau den habe ich gemacht. Und zwar einen Wirsing-Eintopf. Und wie der funktioniert, was er dazu braucht, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Für diese durchaus gesunde Suppe brauchen wir natürlich auch gesunde Zutaten. Und da haben wir hier als erstes mal einen schönen Wirsingkopf. Dann brauchen wir noch etwas Lauch, Rosenkohl, Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln. Dann natürlich super gesunden Bacon, selber geräuchert. Dann habe ich hier eine Fleischbrühe. Ihr könnt natürlich auch Gemüsebrühe nehmen, etwas Weißwein, Pfeffer. Dann brauchen wir Mehl und Butter. Kümmel, Salz, Lorbeer, Muskat und Majoran. Und natürlich nicht zu vergessen, wie immer, wenn wir kochen oder grillen, einen guten Kochwein für den Koch. Wie immer, wenn wir kochen, beginnen wir mit Mise en place. Und natürlich habe ich vorhin fast vergessen, euch zu sagen, dass ich die genauen Mengen für die Zutaten wie immer unten in die Infobox stelle. Also wir schälen uns jetzt hier erstmal die Kartoffeln und die Zwiebeln, die Möhren hatte ich schon geschält und jetzt werden wir einfach das ganze Gemüse in suppenkonforme Stückchen schneiden, möglichst alles relativ gleich groß, damit das mit dem Garpunkt auch gut passt. Wenn er jetzt hier diese Außenblätter, die haben hier eine relativ dicke Rippe, so eine Blattrippe, das kann man wegen mir auch noch wegschneiden. Bei den kleineren braucht man das dann nicht mehr. Die kann man dann durchaus mitverwenden. Und auch der Wirsing wird einfach in grobe Stücke geschnitten. Das Gemüse ist klein geschnippelt. Jetzt habe ich mir hier einen Topf aufgesetzt, schon mal ein bisschen Hitze drunter gegeben. Und ich beginne damit, jetzt erstmal eine Mehlschwitze zu machen. Dazu natürlich die Butter erstmal schmelzen lassen. Und wenn das dann soweit ist, einfach das Mehl dazu und glatt rühren. Und dann einfach eine Weile anschwitzen und kurz bevor das anfängt braun zu werden, also wir wollen keine dunkle Mehlschwitze haben, sondern eine helle, lösche ich das Ganze mit dem Weißwein. Und der Gemüsebrühe ab. Da müsst ihr jetzt immer rühren, dass keine Klümpchen entstehen. Ich habe mich geirrt, das ist keine Gemüsebrühe, sondern eine Fleischbrühe, aber der Effekt ist der gleiche. So. Und jetzt lassen wir das erstmal aufkochen, damit sich das Mehl hier richtig schön auflöst. Das soll jetzt also keine sämige Geschichte werden, sondern einfach nur, dass so ein klein wenig eine Konsistenz in der Brühe drin ist. Und wenn das dann soweit ist, hole ich euch wieder dazu. Nachdem das Ganze jetzt einmal
kurz aufgekocht hat, lege ich mir jetzt hier den Bacon dazu. Da habe ich mir hier einfach zwei Stücken draus geschnitten. Und die Schwarte, die kommt da auch noch dazu. Keine Sorge, das holen wir danach alles wieder raus. Und das lassen wir jetzt erstmal so bei mittlerer Hitze so circa eine halbe Stunde vor sich hin köcheln. Der Bacon ist ausreichend gekocht. Den holen wir uns jetzt erstmal hier wieder raus. Und auch die Schwarte nicht vergessen. Das hat der ganzen Geschichte jetzt auch nochmal richtig gut Geschmack gegeben. Hier müsst ihr dann mal probieren, wegen der Salzmenge, weil der geräucherte Bacon natürlich ein bisschen Salz, oder was heißt ein bisschen, der bringt gut Salz mit. Und deswegen würzen wir auch erst, oder würze ich dann ganz zum Schluss erst nochmal nach. Aber was wir jetzt hier schon reingeben können in die Brühe, das wäre das Lorbeerblatt und Majoran. Jetzt rühre ich mir das hier einmal durch. Und jetzt kommt unser Gemüse hier hinein. Keine Angst, auch das, zumindest was den Wirsing angeht, fällt noch ein bisschen zusammen. Aber wie gesagt, wir geben das jetzt hier erstmal rein, dann machen wir einen Deckel drüber. Ja, nichts vergessen. Und lassen das jetzt erstmal so, ja, gute 5 bis 10 Minuten vor sich hin köcheln, mittlere Hitze, dann fällt das hoffentlich alles ein bisschen zusammen und in der Zwischenzeit können wir den Speck klein schneiden. So, also wie gesagt, das ist jetzt ein klein wenig zusammengefallen. Ich habe auch noch ein klein wenig mehr Brühe dazu gemacht, weil es mir einfach zu wenig war. Jetzt kommt die letzte Würzung. Dazu einfach den Kümmel, der natürlich optional ist, aber Kohl und Kümmel passen eigentlich wirklich sehr, sehr gut zusammen. Also wie gesagt, den Kümmel dran und dann noch etwas mit Muskatnuss. Und das Ganze lassen wir jetzt so circa 20 Minuten leicht köcheln und dann hole ich euch wieder dazu. Nach so circa 10 Minuten werden wir hier die Suppe noch mit einem klein wenig frischen Pfeffer aus der Mühle würzen. Und dann können wir auch schon den kleingeschnittenen Bacon dazugeben. Jetzt rühren wir das einfach einmal richtig unter und lassen das noch, bis das Gemüse gar ist, die Kartoffeln und die Möhren vor allen Dingen weich sind, noch ein klein wenig auf kleiner Hitze, also so 3 von 9, mit geschlossenem Deckel vor sich hin köcheln und dann können wir anrichten und probieren. Ich habe angerichtet und ein klein wenig Angeber-Petersilie noch mit oben drauf gemacht, wegen der Farbe. Und jetzt gilt es, die Sache mal zu probieren. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß. Dampft noch ganz schön mächtig. Dann sage ich einfach mal auf euch. Kann man im Übrigen auch bei schönem Wetter essen. Aber bei Schmuddelwetter macht es ein bisschen mehr Spaß. Es ist absolut lecker, nicht verkocht. Also das hat alles noch ein bisschen Biss.
genauso wie es sein soll. Alles in allem ein sehr leckeres Gericht. Also da, das macht Spaß auf mehr. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Läutet die Glocke, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Backen ist nicht kochen.